Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 3. So, ich müsste dann mal was ausprobieren. Zack, ich nehme mal diese Pistole heraus. Und kann sie nicht entladen. Mist. Okay, mein Plan ist in die Hose gegangen. Ich dachte, ich könnte ja mal eben, aber nee, kann ich nicht. Gut, dann werde ich einfach mehr schießen. Aber ich werde immer nur eine Pistole benutzen. Ich dachte, ich könnte die Kugel in die erste Waffe mit reinstecken, aber nee. So. Hunter, Hunter. Hier bin ich. Oh, was ist die mitnehmen? Sprengstoff, okay. Keiner ist rausgekommen. Das ist merkwürdig. Ganz ohne Hunter. Okay. Du siehst noch relativ frisch aus. Ich beballere dich jetzt mal nicht. Wenn die Hunter da unten bleiben, dann gehe ich hier oben lang. Oder auch nicht. Vorsicht. Ach du Kacke, es ist Pearl dabei. Okay. Oh, die drehen um. Die mir ja ihren orangenen Kern da hinten schön zeigen. Das ist alles schick. So. Ich dachte immer, der Pirat kommt jetzt zu mir, aber nee, er bleibt da hinten. Mist! Ich doch mal nicht so schnell. Komm schon, Junge. Eine Kugel habe ich noch. Und das war's. Jetzt gesagt, ich muss nah an ihr ran. Das war geil. Okay. Bleibt der tot? Warte mal, ich teste es mal. Ich glaube, der bleibt tot. Deine Rolle war spitze. Muss man ja sagen. Aber was ich auch machen werde, Schnellzugriff hier drauf. Weil bringt mir jetzt nichts mehr. Die ist leer. So. Hallo, Ma'am. Tschüss, Ma'am. Okay. Immer mehr Inkredenzien für Sprengstoff. Kombinieren. Kombinieren. Oh, sind wir da? Zack, sehr schön. So, ich greife vielleicht in den Schrank. Hier ist noch was zu lesen. Ausdruck meiner Besorgnis. Sehr geehrter Dr. Brenkel, bitte erlauben Sie mir, Ihnen meine Gratulation für die Fertigstellung von Nemesis auszusprechen. Ein für wahr beeindruckender Erfolg im Bereich der Biowaffenforschung. Einen parasitären Organismus in das Gehirn eines Tyrant einzuführen, um ihn extern zu kontrollieren. Ich kann nicht umhin, von solch einer brillanten Idee beeindruckt zu sein. Jedoch muss ich von einem medizinischen Standpunkt aus meine Missbilligung zu diesem Abweichen von den etablierten Umbrella-Richtlinien aussprechen. In
Nachdem sie sich der Verwendung von Parasiten zugewandt haben, schaffen sie einen gefährlichen Präzedenzfall. Viren können im Zaun gehalten werden. Ich bin der festen Ansicht, dass für jedes Virus auf der Erde ein effektiver Impfstoff entwickelt werden kann. Übliche Förderung und genug Proben vorausgesetzt natürlich. Na, in der heutigen Zeit. Können Sie jedoch dasselbe über Parasiten sagen? Ärzte haben vergeblich versucht, einen Impfstoff für Malaria zu entwickeln. Parasiten wie das Plasmodium sind genetisch weitaus komplexer als das T-Virus. Als das T-Virus. Und zu glauben, man könne sie steuern, ist äußerst Torheit. Womöglich sind Konsumenten in ihrem Land gewillt, PKWs ohne Bremsen zu kaufen. Aber hier in Amerika wissen wir es besser. Aber mir fällt ein, dass Sie ja einen Abschluss in Wirtschaftslehre besitzen, also haben Sie sicherlich schon einen brillanten Marketingplan erstellt, um die Schwarzmaler für sich zu gewinnen. Ich freue mich auf Ihre Rede im Forum in Berlin nächsten Monat. In der Zwischenzeit werde ich medizinische Lösungen zu diesem anmaßenden Problem auskundschaften, das Sie uns aufgedrängt haben. Mit freundlichen Grüßen, Natarian Bart. Also nennen Sie ihn Nemesis. Jo, ich nenne ihn auch so. Und ab jetzt wird's schwierig. Das hast du schön gesagt. Wirklich sehr schön gesagt. Okay. Ich habe Brandgeschosse. Ich habe normale Granaten. Ich gucke nochmal auf die Karte. Aber hier scheine ich alles zu haben. Jetzt wird's knifflig. Der Zugriff auf die 4, eine Granate. So. Mist. Was zur? Wie kann der noch leben? Ich hab dir volle Kanne eine Granate reingerotzt. Oh, volle Kanne. Okay. Granaten sind alle, Brandgeschosse sind jetzt drinne. Puh. Oh Mann. Du lässt schön liegen. Du da hinten hoffentlich auch. Oh Mann. Kein Paul. Hier rein. Okay. Puh. Jetzt muss ich mal was organisieren. Also, die kann ich jetzt verstauen, das bringt nichts mehr. Normale Pistole lasse ich noch hier. Ich brauche jetzt dringend Munition. Ich habe hier Säuregranaten. Okay. Hochwertiges Schießpulver. Ich könnte Mac herstellen, aber ich brauche ein paar Shotgun Shells. Ja. Okay. Des Weiteren. Weiß nicht. Oh, ich habe auch Minengeschosse noch. Okay. Schießpulver. Rausnehmen. Rausnehmen. Kombinieren. Nee, Quatsch. Schnellzugriff auf dir. Die Schnellzugriff auf hier. Und du Schnellzugriff auf hier unten. So.
könnte ich noch? Also, Shotgun Shell, hier habe ich Notfallsäure dabei. Ich habe hier auch noch Minengeschoss mit drin. Kann noch ziemlich viel herstellen. Ja. Geht wohl alles auf den Endboss-Fight hinaus. Ich werde jetzt erstmal so machen, ich werde erstmal hier abspeichern. So, jetzt erstmal gucken, vor dem Endboss-Fight noch was kommt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch so viel anderes passiert. Ich mache jetzt einen Impfstoff, dann wird irgendwas ausgelöst. Da gibt es mächtig Ärger. Und dann würde ich mal sagen, Endboss-Fight. Hier habe ich alles. Was ist das? Oh, hier wird der Endboss-Fight stattfinden. Okay. Erstmal nach hier oben. Ein bisschen angeschlagen. Boah, der Hunter hat eine Granate ausgehalten. Ey, das Vieh, das. Das elende Vieh. Na, ich guck mal ganz kurz was nach. Da unten ist noch kein weiterer ausgebrochen, aber ich denke mal, die können hier hochspringen. Und das werden sie wahrscheinlich auch tun. So. Das Geldgeflüsser und war für die medizinische Nutzung. Okay, benutzen. Unautorisiertes Material erkannt. Da verstehe ich es falsch oder es fehlt ein Schritt. Dann versuche ich das mal als andere. Benutzen. Unautorisiertes Material erkannt. Okay, ich muss da irgendwas machen. Ich dachte, es geht einfach so. Kombinieren. Oh, muss ich in der Hand kombinieren. Oh, Impfstoff. Genau genommen bereits ein Impfstoff, aber er muss noch für die Förderung. Okay, okay. Jetzt? Ich weiß noch nicht, was soll ich machen? Muss ich alle auf einen Wert bringen? Ne, ich glaube nicht. Okay, also 40, 23. Der hebt jeweils um 10. Der wird 13 maßlos. Also lasse ich den mal auf Low. Okay, ich gehe mal rein. Okay.
Okay, war kein guter Plan. Was ist denn hier? Muss ich das drücken? Ach, ich muss gedrückt halten. Das ist aber schick. Drückt er die ganze Zeit drauf rum. Eigentlich muss es gedrückt bleiben. Ich habe gar keine Kraft in der Nemesis. Ich kann ja wegroppen. So. Tschüss, du Pfeife, du. Viel Spaß. Ich hoffe, du verbrennst. Wirst du nicht. Ich weiß es. Ich weiß es. So. Und das hier sieht sehr nach Vorbereitung für Endkampf aus. Oh jo, da wird nochmal alles aufgetankt. Ja, oh Mann, das wird ein großer Kampf. So, erstmal, ich verstaue jetzt erstmal alles. Ich packe erstmal alles hier. Und dann muss ich mal gucken. Okay. Gut, ich habe glaube alles mitgenommen. Ich weiß nicht, hörte ich gerade ein Klackern einer kleinen Figur? Oh, hier ist noch eine Nachricht. Entsorgungszentrum. Entsorgungszentrum Vorschriften. Diese Einrichtung dient der Liquidation und Entsorgung von NES-2-Testpersonen. Die starken Lösungsmittel stellen sicher, dass jegliche biologische Materie in Behältnis, Lebend oder Tod für die Entsorgung komplett aufgelöst wird. Bitte befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften bei der Benutzung des Entsorgungszentrums. Stellen Sie immer sicher, dass sich keine Mitarbeiter in der Kammer befinden, bevor Sie den Liquidierungsvorgang einleiten. Verwenden Sie stets die vorgeschriebene Menge an Lösungsmitteln, unabhängig von dem Volumen oder der Masse des zu entsorgenden Materials. Wenn eine Testperson gewalttätig wird, stoppen Sie unter keinen Umständen den Entsorgungsprozess. Lassen Sie die Kammer für mindestens 12 Stunden gefüllt und stellen Sie vor dem Trockenlegen eine vollständige Liquidation sicher. Okay. Also im Original war ich in so einer Kammer, da musste ich Ventile öffnen, da kam Säure raus und hat ihn zerfressen. Und danach gab es dann nochmal so eine Aktion. Mit einer großen Wumms-Kanone. Mal sehen, wie das hier ist. Verstauen. So. Jetzt muss ich schauen. Jetzt muss ich schauen, wie ich das mache. Also. Sorry. Aber ich glaube, ich werde jetzt nur noch auf Wumms-Bums-Dinger gehen. Könnte. Muss ich mal gucken. Muss ich wirklich mal gucken, habe ich noch Säure? Ja. Kombination. Kombinieren. Gut. Ich werde es auch so machen, dass ich ein bisschen Mag-Munition herstelle. Rausnehmen. Rausnehmen. Kombinieren. Ja. Rausnehmen. Ja, ein Minengeschoss habe ich auch noch. Müssen jetzt mal gucken, wie viel B habe ich noch. B habe ich hier nochmal. Kombinieren. Kombinieren. Mist, geht nicht. Rausnehmen. Verstauen. Rausnehmen. Kombinieren. Kombinieren. Schießpulver. Ausnehmen.
Rausnehmen. Kombinieren. Kombinieren. So, habe ich... Oben hatte ich noch einmal. Da könnte ich noch mal Mac herstellen. Oder? Nee. Puh. Rausnehmen. Kombinieren. So. Rausnehmen. Ja, warte mal. Verstauen. Rausnehmen. Kombinieren. Kombinieren. Verstauen. Die eine Kugel, die ist jetzt nicht mehr so wichtig. Rausnehmen. Puh. Rausnehmen. Ich habe keinen. Nee, habe ich nicht mehr. Verstauen. Was ich aber machen werde. Benutzen. Ich bin jetzt im grünen Bereich. Rausnehmen. So. Nee. Schnellzugriff hier. Auf die 2. Schnellzugriff auf die 4. Auf die 1. Puh. So, ich hoffe, zweimal Heilung reicht. Ich hoffe es wirklich. So, und ansonsten habe ich hier noch eine Granate, 4 Heilungszeug drin. Wenn du die Sprays rausnehmen kannst, ne? Illusion hätte ich hier noch, Flinten, ein Schießpulver normales. Aber das ist jetzt... Nee. Gut, gut. Guck mal an die Uhr. Ja, wir machen es so. Ich speichere ab und in der nächsten Folge gibt es dann den großen Endkampf. Ja, so würde ich das sagen. Hier ist nur ein Briefumschlag, ne? Gut. So, da würde ich sagen, ich danke vielmals fürs Zuschauen, wünsche noch einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao.